Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Gothic 1, die Welt der Verurteilten. Wir sind momentan vorm alten Lager, beziehungsweise hinterm alten Lager. Und versuchen uns mal gegen Mole Rats. Das nächste Level Up ist leider noch ein bisschen entfernt. Und ich guck mal, ob wir hier die Kämpfe gegen Mole Rats bestehen können oder ob wir versagen. Und mit wir meine ich natürlich mich. Bitte lass deine Kameraden zu Hause. Tatsächlich ist das der Fall. Das ist schon mal gut funktioniert. Ja, und jetzt ist die ganze Armada unterwegs. Ach du Scheiße. Also gegen alle drei auf keinen Fall. Das ist keine gute Idee. Einer einzeln sollte doch kein Problem sein. Jetzt zieh zu, dass du herkommst. Das gibt's doch gar nicht. Ja, alles näher. Auf, auf. Jawohl. Ich hab eben gerade irgendjemanden reden hören. Irgendjemand sagt, ich zerhack dich, du Drecksding. Hat irgendeiner, war jetzt hier einer in unmittelbarer Nähe von dem Mole Rat hier? Oder passiert hier gerade simultan irgendwas anderes und irgendein Questgeber stirbt gerade? Muss man ja wirklich aufpassen. Also gegen einen Mole Rat kein Problem. Nein! Irgendwie so locken, dass nur einer kommt. Ja, so wird ganz besser sein. Und wir haben jetzt natürlich auch hier mehr oder minder den Beweis, dass wir Neck finden können. Da hinten ist noch eine Leiche drin. Aber da ist doch nicht Neck drin, oder? Der ist doch in einer anderen Höhle. Oder war der hier und ich bin komplett bedeppert? Also erstmal sterben wir an einem Mole Rat. Kurz, ich renne mal kurz an den vorbei, habe ich gerade in der Höhle vertan. Ha! Der war hier drin. Warum denke ich die ganze Zeit, das war die Höhle da vorne? Oder ist da auch ein Todergardist drin? Also, auf jeden Fall haben wir hinten einen toten Gardisten. Moment, ich kann nochmal ganz kurz nur mal sicher gehen. Wir werden sowieso gleich sterben. Jetzt können wir das Mole Rat hier erledigen. Komm, versuchen wir es doch. Ich meine, EP sind EP, ne? Dass der uns da tatsächlich noch mal erwischt hat eben. Das gehört sich ja überhaupt nicht. Eigentlich haben wir Waldbären dabei. Ja, ich werde diesmal tatsächlich gar nicht groß sparen. Also ihr kennt es ja normalerweise in Mods, dass ich ganz oft am Anfang eher schlafen gehe die ganze Zeit, als wirklich mir irgendwie Nahrungsmittel reinzupfeifen. Aber in Gothic 1 ist das alles, ich wollte gerade sagen, so einfach und wird dann von einem Mole getötet. Das ist ein bisschen ironisch. Egal. Ich meine, hier, ich sag mal, das Anhäufen von Wertgegenständen ist relativ einfach. Das gibt's doch nicht. Deswegen, wir haben ja jetzt schon relativ viel Geld, kommen ohne Lernpunkt hier an quasi jede Truhe. Das gibt's doch gar nicht, die Scheißviecher. Das gibt's doch nicht, das ist doch unfassbar. Und deswegen können wir hier getrost ein paar Waldbären futtern und so, die haben eh keinen Mehrwert. Aber wie gesagt, wenn das hier... Oh, wir haben auf jeden Fall eine Waffe schon mal. Ist die Frage, ob die was taugt.
Das tut sie. Der hat ja einen ganz schön vermoderten Kopf. Ist das hier wirklich Neck? Ja, er ist es. Auf der anderen Seite können wir die Kamera einfach mitnehmen. Also ich meine, ich wollte es eigentlich eher so machen, dass ich erst mit Fletcher spreche und dann ihm das Amulett gebe, aber weißt du was, ist doch egal. Nehmen wir es direkt schon mal mit. Warum denke ich jedes Mal, dass Neck vorne in der Höhle ist? Also in der anderen Höhle, wo Maulwitz vorne dran stehen. Ich weiß nicht, wo dieser Gedankengang herkommt. Das heißt, in der Höhle ist einfach gar nichts. Also Mallrats und wahrscheinlich ein bisschen Loot. Aber wieso komme ich immer auf die? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch nicht sagen, warum ich immer denke, dass Snake in der Höhle vorm Lager ist. Hätten wir das schon mal erledigt. Da hätten wir eine riesige Scavenger-Horde. Und Scavenger sind stärker als Mallrats, deswegen halten wir uns etwas bedeckt und latschen an denen vorbei. Wie gesagt, direkt zu Pacho, weil das war der eigentliche Grund, warum ich die sicheren Schutzwälle des alten Lagers verlassen hatte. Natürlich nehmen wir hier nur ein bisschen was mit. Ist hier normalerweise eine Mallrat-Höhle? Jetzt beginnt wieder dieses Paranoide. Ich weiß nicht, ob es Teil des Hauptspiels ist oder irgendwie Teil der Erweiterungsmod. Aber mir wäre es, als wäre im Normalfall hier keine Höhle. Wie gesagt, ich kann mich aber auch täuschen. Ich will hier ja nichts garantieren. Ich habe Gothic 1 schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Deswegen ist da mein Einschätzungsvermögen eventuell lückenhaft. Warum? Jetzt bin ich wieder gestorben, weil die Aggro mich komplett irritiert hat. Was soll denn der Scheiß? Ich baller das Vieh jetzt einfach um, was soll's. Das funktioniert ja gut. Mach ich denen keinen Schaden? Leggo mio, das ist doch unfassbar. Ich habe halt keinen Bock, dass die da hinten wieder komplett eskalieren, aber das scheine ich wohl nicht verhindern zu können. Ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Und ich meine auch, also ich weiß nicht, ob die Aggro dann von den Gardisten bzw. NPCs immer so hoch war, aber das ist schon ein bisschen sehr hoch. Da bin ich einfach ein bisschen verwöhnt von Gothic 2, dass das da niedriger ist. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Ist wohl besser, wenn ich wieder umdrehe. Schade. Hätte dein Erz gerne verwahrt. Hey, wo ist denn? Ach nee, oh, ich bin so dumm. Ich bin an Pacho vorbeigelaufen. Wieso? Das ist schon wieder der nächste Denkfehler. Warum denke ich, dass Pacho hier ist? Darf ich die Truhe oder kriege ich aufs Maul? Die Finger sollte ich dir abschneiden. Okay. Das erklärt's dann von allein. Ach, ich bin so ein Trottel. Natürlich, Pacho ist doch gar nicht auf der Seite. Was ist nur mit mir los? Ja, ich kann die Neckhöhle verwechsel ich. Dann habe ich anscheinend vergessen, dass Pacho auf der anderen Seite eigentlich zu finden ist. Das heißt, vom Südausgang wäre es wirklich die kürzeste Strecke und ich depple auf außen rum. Naja, ich meine, wie gesagt, immerhin haben wir das mit Neck erledigt. Langsam wird es auch dunkel. Das heißt, wir versuchen uns weiter hier die Leute etwas, ne, zu entlasten. Es ist ja auch schwer, mit so viel Erz durch die Gegend zu rennen. Es ist dann doch ganz nett, wenn sich jemand dieses Problem annimmt und bewältigt. So, nicht, dass Patsch auf den Varan da einschlägt. Das würde ich auch gerne vermeiden, wenn möglich. Und mich sollte er auch nicht angreifen.
Genau, Apache ist nämlich der hier einfach im Nichts sitzt. Das ist wohlgemerkt die professionellste Art und Weise, ich sag mal, einen Grenzaußenposten zum Ork-Gebiet aufzubauen. Da steht einfach einer am Wegesrand. Hallo, Pacho. Hey, du. Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Hab ich nicht vor. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht das ins Ork-Gebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Lass mich vorbei. So. Ich habe eine Nachricht für dich. Ach ja? Dein Kumpel Ori lässt ausrichten, dass die nächste Runde auf ihn geht. Okay, ich weiß Bescheid. Lass mich vorbei. So, also wieder eine Lass mich. Sehr, sehr simple, sehr, sehr kleine Quest, die dann belohnt wird mit 50 EP. Ist jetzt nicht viel, aber wie gesagt, ist ja im Prinzip ein Zusatz. Und ich meine, balancing-technisch hat die Welt der Verurteilten nichts angepasst. Also im Sinne von, ihr habt jetzt mehr Quests und mehr Möglichkeiten, EP abzustauben, also wird alles schwieriger. Denn ich meine, das ist schon vergleichsweise verhältnismäßig gering dann. Ja, also ich meine, mal 10 Erz mehr, mal 50 EP. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Ja, ja, ich weiß. Lass mich rein. Ich bin zwar vorhin hier schon mal rausgelaufen, aber der gute Mann hat wohl nicht so das beste Gedächtnis. Deswegen steht er auch da die ganze Zeit am Tor. Und wir gehen nochmal zum umgefallenen Turm, denn ich meine, da gibt es ein bisschen was abzustauben. Das ist wirklich nicht mein Problem. Absolut idiotisch. Denn hier gibt es auch eine Truhe. Ist übrigens eine der beiden Möglichkeiten, hier im alten Lager quasi selbst Quartier zu beziehen. Das ist nämlich die, also die Hütte oben bei der Arena. Ich weiß gar nicht, ob das Nex-Hütte ist. Das könnte sein, bin mir jetzt aber nicht sicher. Und hier der zusammengefaltete Turm. Das sind die beiden Quartiere, die man quasi ziehen kann. Das heißt hier, hey da, mach einen Abgang. Du siehst mich nicht. Klar, geh weg. Wer auch immer mich hier sehen will. Ich glaube kaum, dass sonst gibt es hier nichts. Ne, wie gesagt, der Trank ist wieder recht wertvoll. Das ist wirklich nicht mein Problem. Trinke haben wir ja mittlerweile schon einige. 10 Stück. Ach, und da oben ist Fletcher. Mit dem müssen wir sowieso reden. Da unten ist noch ein Schatten. Hier ist auch eine Kiste. Die nicht abgeschlossen ist, aber da ist auch nichts drin. Wo sind die Fleischwanzen? Da! Gehen wir auf Jagd. Warum trifft man die nicht? Aber mit dem anderen Schwert geht's wieder, oder was? Wo sind die Fische hingerannt? Ich sehe sie nicht mehr. Da! Sag mal, warum treffe ich die Fleischwanzen nur mit dieser rostigen Lurker-Klaue oder wie die Waffe heißen soll? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum nur mit deren? Vielleicht hat die ja eine größere Reichweite, als es hier jetzt den Anschein macht. Aber die verwitterte Axt ist halt schlichtweg die bessere Waffe. Zumindest jetzt für den Anfang. So, da hinten haben wir die Hütte mit dem Schatten davor. Da müssen wir bis später warten. Kommen wir hier einfach rein. Da gibt es dann Stress. Scheinbar gibt es keinen Stress. Aber auch keine. Doch, da ist die Belohnung. Da ist die Kiste. Links, links, rechts, links. Wie viele Dietrich haben wir denn noch? 5 war es, okay. Zack, 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 zack. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß. Und wieder ein Trank mehr. Und wieder hat keiner was gesehen. So lobe ich mir das. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß. Kommen wir hier rein? Ne, der wird dann sauer.
Nee, wieder nicht. Sektenspinner, dem ist es vollkommen egal, wenn wir uns hier bereichern wollen. Das akzeptiere ich so. Gar kein Thema. Links, links, rechts, rechts. Wie gesagt, wir müssen ja mal ein bisschen auf die Dietriche achten. Oh, was für ein Quatsch. Ich könnte ja auch einfach hier neu laden. So. Also links, links, rechts, rechts. Zack. Und wie gesagt, da kriegst du am Anfang wirklich, wirklich viel zusammen. Absolut idiotisch. Das werden schon mal die beiden Hütten hier. Das einzige Hütte, die hier fehlt, ist tatsächlich die hinten bei dem einzelnen Schatten, der so ein bisschen abseits wohnt. Wie gesagt, ich versuche mir einzuprägen, wo wir waren und wo nicht, aber das wird sehr, sehr schwierig. Mit Sketty können wir eigentlich generell auch demnächst noch... Ach komm, was, ist, was soll's? Schwafeln wir mit ihm, was soll's? Komm. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. So, wir können wetten, wir können kämpfen. Machen wir doch alles. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Okay. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Genau, für 10 Lernpunkte können wir schon mal Einhand verbessern. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit bezüglich Wetten, bezüglich Kämpfen? Hey du. Nixi Hocke. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Zwischen 18 und 23 Uhr kannst du dann deinen Wetteinsatz bei mir abgeben. Sehr cool, dass sie das wirklich eingebaut haben. Weil auf diesen Kampf, oder ne, wo man da wieder wetten kann, da wartet man ewig, weil der nicht kommt. Ich will in der Arena kämpfen. Bevor du nicht einem der Lager angehörst, werde ich dich nicht kämpfen lassen. Einen unabhängigen Kämpfer will hier keiner sehen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich schätze mal, in Kapitel 2 geht es dann los. Ja, also, dass man hier dann jeden Tag wetten kann oder vielleicht ein paar Mal. So. Komm schon, ich will... Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Ja, den fordern wir doch gleich mal heraus. Aber ich glaube, wir schaffen die noch nicht. Mal sehen, wie wir uns schlagen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten?
Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Ich glaube, wir können auch gegen beide kämpfen. Ich glaube, gegen Gorhanis können wir nicht kämpfen, aber die anderen beiden müssten wir bekämpfen können. Ne? Weil, ne? Karim kommt ja das lustige Wortgefecht dann zustande, indem man unter anderem seine Mutter beleidigt. Und der es irgendwie gekonnt einfach abblättern lässt und sich überhaupt nichts anmerken lässt, bis man ihn darauf anspricht, dass er Gomez in den Arsch kriegt, dann wird er sauer. Das heißt, in der nächsten Folge gucken wir uns hier noch ein bisschen im Arena-Viertel um. Ich werde dann gucken, dass wir oben Quartier beziehen in der netten Hütte. Und da werden wir natürlich dann auch in dem Zusammenhang mit Fletcher sprechen, auch wegen Neck. Sein Amulett haben wir im Prinzip dabei. Das heißt, die Quest könnten wir sogar relativ schnell beenden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.